Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Heute zeige ich euch ein Haul. Ich war bei DM einkaufen, ich war bei Primark, ich war beim Kick. Also ich war überall, weil wir fahren bald in Urlaub und ich habe was noch dazu gekauft, was ich noch brauche oder einfach so eingekauft, was wir für zu Hause brauchen. Und es geht so jetzt los. Also das hat meine Tochter ausgesucht. Das haben wir bei Pennymarkt gekauft. Ganz normale so Schoko, Waffelröllchen mit Zartbitterschokolade, weil die mag Zartbitterschokolade. So sieht das aus. Dann habe ich bei Lidl so Biskuits gekauft. Das wollte ich mitnehmen ins Urlaub, weil wir haben so ein Apartment gebucht, gemietet und wir müssen selber kochen. Also ich möchte selber auch kochen. Man kann dort in Restaurants gehen oder so, aber ich möchte kochen und halt sowas für Kaffee trinken habe ich auch sowas geholt. Dann habe ich bei Penny sowas. Erstes Mal habe ich das gesehen, habe ich zum Probieren gekauft und KitKat. Das ist Gold Caramel. Wollen wir gucken, wie viel Gramm ist das? 41,5 Gramm. So sieht das aus. Möchte ich ausprobieren. Und bei Pini haben wir sowas noch gekauft von Schogette. Das ist auch mit dunkler Schokolade, Zartbitterschokolade und halt mit Haselnüssen. Das ist auch Limited Edition. Das ist so ein großer 150 Gramm. Dann habe ich Körner gekauft, die waren im Angebot für 99 Cent. Normalerweise kosten die 1 Euro noch was. Hier steht eine gratis noch dazu. Habe ich zwei Päckchen gekauft. Zwei Stück. Dann habe ich, wir waren auch in Frankreich. Wir wohnen nicht so weit von Frankreich. Dann habe ich solche Snacks gekauft. Das ist auch für Urlaub, für unterwegs, für die Kinder. So was haben wir auch erst einmal gekauft. Das steht mit, also das ist auf Französisch, aber wie ich das verstehe, das ist auch mit Käse, mit Tomate und andere Sachen kann ich leider nicht übersetzen. Dann habe ich sowas gekauft, Milchschaum, der Milchschaum. Das habe ich auch im Pennymarkt gekauft. Wir haben so eine Kaffeemaschine, die macht auch Schaum, aber ich wollte den ausprobieren und ich habe das auch jetzt gerade Kaffee getrunken, ausprobiert, also das schmeckt richtig gut. Dann habe ich bei DM so eine Micellenreinigungswasser gekauft. Da steht, ja, Micellenreinigungswasser. Das ist auch für Urlaub, damit ich nicht große, ich habe zu Hause von Nivea für Abschminken, aber ich habe gedacht, das hole ich den kleinen von Garnier. Dann habe ich beim Action so ein für wie Airwick gekauft, das ist so Duftspender, 300 ml. So, hier ist Archidin, also der Spender habe ich auch von Airwick. Der ist jetzt leer, deswegen habe ich jetzt für nachgekauft. Dann habe ich beim Action so solche, wie heißen die, einen Moment, Kühlbrett steht hier. So sehen die aus, die haben glaube ich 83 Cent oder so gekostet, weiß ich nicht, also ich versuche alle Preise euch zu schreiben. Also das ist so ganz dünner und große 600 ml steht da hier. Circa 33 auf 25 und 1 cm halt hier dick. Habe ich zweimal gekauft, auch für unterwegs. Da macht man das in die Kühltasche. Wir haben Kühlbox, die man anschließen kann, aber noch Kühltaschen nehmen wir mit. Dann ganz normale von DM Toilettenpapier, von ganz sicher, auch Limited Edition, 4 Lagen. Aber für mich war das ist egal, dass es so aussieht. Halt, ich habe nur genommen, weil die ist Limited Edition ist billiger gewesen als ganz normale. Dann
Ah, ich zeige euch noch Getränke. Das haben wir auch noch in Frankreich gekauft zum Probieren. Weiß ich nicht, wie das schmeckt. Dann hat das schon mein Mann probiert. Von also Aprikosen. Der hat lange schon darauf gesucht. Und deswegen ein Liter hier hat er probiert, hat gesagt, schmeckt richtig gut. Und das habe ich für die Kinder gekauft. Fanta, so grüne habe ich bei uns in Deutschland nicht gesehen. Mein Sohn hat auch probiert. Ich habe dann gesagt, er soll probieren. Hat aber nicht gesagt, nach was das schmeckt. Der konnte nicht erklären, Geschmack. Aber der hat gesagt, Mama, schmeckt richtig gut. So. Dann war ich bei Bershka und habe ich für meine Tochter solche Gummis, Haargummis gekauft. Das ist so schöne Farbe. Das sind drei Stück. So blau. Die sehen in der Kamera dunkel aus. Also die sind heller als die jetzt in Kamera. Und das 4,99 hat gekostet. Und dann habe ich noch für meine Tochter einen Rock gekauft. Das war auch reduziert für 5,99. Und die hat zu Hause anprobiert und ihr hat das richtig gut gefallen und gepasst. Das sind so Reißverschluss. Hier ist mehrere Taschen. Hier ist vorne noch. Also so kleine Taschen. So schönes Rock. Dann habe ich bei Primark für meine Tochter so Unterhöschen gekauft. Das sind 5 Stück für 3,50 Euro. Also ich wollte Hautfarben kaufen. Ich habe für sie Hautfarben gekauft und ich habe für mich auch Hautfarben gekauft. Das ist 4 Stück, bei ihr ist 5 Stück drin, bei mir ist 4 und auch 3,50 Euro gekostet. Dann habe ich für die Kleine Bodies gekauft, so wie Tops Bodies. Das ist 4,50 Euro gekostet. Das sind 3 Stück. Dann habe ich erst mal bei Primark Schuhe gekauft, weil normalerweise sind die dort alle klein. Also für mich, weil ich trage Größe 42 leider. Und ich habe dann solche Flipflops oder wie heißen die? Sandalen ist das nicht. Gucke ich mal, vielleicht steht da. Ne, also hat solche Schuhe. Die sehen schön aus. Und haben die hier Gold und Weiße so wie Kette gemacht. Und die haben nur 8 Euro gekostet. So, einen Moment. Ich lege das alles. Das wird jetzt alles immer. Mache ich mal hier auf die Seite, was ich gezeigt habe. Dann hat meine Tochter gesagt, ich soll ihr Schuhe kaufen. Auch für Urlaub. So was habe ich gekauft. Sie haben 6 Euro gekostet. So Peachfarben. Für den Strand. Und dann hat sie gesagt, das wird meine Hausschuhe sein. Die macht solche Schuhe. Ich weiß nicht warum, aber die kriegt gerne solche Schuhe. Und dann habe ich auch für sie, das war im Primark, und die habe ich bei Deichmann gekauft. Auch für sie solche Schuhe. Die hat sich auch solche gewünscht für den Urlaub. Und deswegen, weil sie hat immer nur Sportschuhe. Dann habe ich, die habe ich schon ausgepackt, weil ich habe schon die ausprobiert. Das sind so, einen Moment, das sind so Sporthose. So sehen die aus. So sind 5 Stück drin. Ich zeige euch, wie die aussehen. Habe ich ausgepackt. Ich zeige es euch. Die sind ganz dünn. In Schwarz habe ich geholt. So. Was noch? Also nächste Tüte. Das hat mein Mann bei Action gekauft. Spanngürtel oder sowas. Heißen die.
auch, hat gesagt, für den Urlaub, damit wir Koffer alles richtig zusammen machen können und halt im Auto richtig alles gesichert ist. So, dann habe ich für die Kleine Schwimmbinden gekauft, zweimal. Für Urlaub. Hier steht 7 bis 13 Kilo, 12 Stück. Also habe ich zwei Stück gekauft, also 24 Stück. Dann nichts Besonderes von Caffrey. Die Kleine. Das ist für alle Slips passen. Dann habe ich für die Kleine auch für Urlaub so einen Brei geholt. Das ist ab 6 Monate, aber die ist schon 9 und deswegen, aber trotzdem, die mag das. Deswegen habe ich mitgenommen, dass ich weiß, dass sie in Urlaub was zu essen hat, was sie mag. Und dann das mit Blaubeeren. Mag sie auch gern. Habe ich geholt. Dann Hygiene, Reinigungstücher, Desinfektionstücher. 99% beseitigt Bakterien, Viren und so. 40 Tücher. Also deswegen, also ich habe die geholt, weil wir fahren nach Spanien und lieber viel als wenig hat man dabei von Desinfektionssachen. Dann hat meine Tochter mir gezeigt, diese Babywasser. Normalerweise habe ich die noch nie gekauft und hier steht auch von Geburt an, kann man das anwenden, 1 Liter. Das nehme ich mal mit ins Auto, damit sie was zu trinken hat. Ich habe ganz normales Wasser, aber stilles Wasser, aber ich habe gedacht, die schadet auch nicht. Dann habe ich so einen von Nook eine Flasche gekauft, so mit Mini. Hier steht, einen Moment, 300 Milliliter und 6 bis 18 Monate. So, dann hat meine Tochter sich eine Zahnbürste gekauft. Die kann man hier zusammenklappen und rein. Ja, so. Von dem zu dem Mittel steht da. Die hat schon anderen gehabt, aber die hat gesagt, Mama, das war von... Wann waren wir? Vor 2 Jahren im Urlaub. Die hat gesagt, nee, jetzt möchte ich neu haben. Okay. Dann habe ich das doch gekauft. Duschöl. Balea. Hier steht sehr trockene Haut und sowas. Aber wir benutzen das für Pinsel reinigen. So. Dann habe ich Pure 97, sage ich dazu, ein Shampoo gekauft. Und bei DM, wenn man Shampoo kauft, die haben so eine Aktion, kriegt man Spülung gratis dazu. So sieht das aus. Und das ist für feines und plattes Haar. So. Ich habe, das ist hier sehr viel. Dann habe ich auch mitgenommen Tees, das nehme ich immer, wenn wir ins Urlaub fahren, damit ich das dabei habe. Wenn was, Hals- und Rachentee. Das nehme ich auch für Kinder, weil das ist ab 12 Jahre, deswegen kann ich, weil für Kinder kosten die mehr als für Erwachsene. Erkältungstee, dann Husten-Bronchitee. Und Magen- und Darmtee. Also die Sache nehme ich mir mit. Und das ist nicht dabei. Ich habe letztes Mal gekauft noch Blasennierentee. Das nehme ich auch immer mit. So, dann habe ich hier die kleine Kinder Reiswaffen. Für Snacken auch. Ins Auto oder ich weiß nicht, wenn wir dort irgendwo unterwegs sind. Dann habe ich diese Badekristalle von Kneipp. 2 Mal gekauft, die sind richtig gut. Ich habe eine schon probiert. In meinem Gebrauchvideo habe ich euch das gezeigt. Das wird noch, Gebrauchvideo ist schon hochgeladen oder wird noch hochgeladen. Aber die sind richtig gut, deswegen habe ich jetzt 2 Mal gekauft. Dann habe ich auch für Urlaub gekauft, einmal
Micellen Augen Make-up Entferner Pads, ölfrei. Und einmal habe ich hier 30 Nagellack Entferner Pads, acetonfreie Kokosduft. So, das ist auch die kleine Sache für Urlaub. Dann hat meine Tochter Badesalz ausgesucht. Wollte das nehmen. Also nicht ins Urlaub, sondern so raus. Dann wollte sie unbedingt schöne Nägel haben. Und dann habe ich ihr zwei verschiedene geholt. Und die sind nicht mit Kleber, sondern die sind mit, wie heißen die, das sind mit so Klebepads. Kunststoffnägel mit Klebepads. Guck mal, wie die halten. Besser als mit Kleber oder doch nicht? So. Dann Korrekturstäbchen. Brauchen wir immer, wenn wir uns schminken oder so. Dann habe ich Nagellack von Catrice. Der stand neu, aber ich weiß nicht, ob der wirklich neu ist oder nicht. So eine schöne Farbe. Steht hier. Hier steht 96 Schnapp Green. Ich weiß nicht, ob das Farbennummer ist oder so. Dann habe ich Batterien gekauft. Ich glaube, außer vier, zwei, dreimal vier Stück ganz normale A. Also zweimal A. Also drei Stück haben wir das gekauft, auch für unterwegs. Und acht Stück dreimal A. So. Mache ich mal kurz das auf die Seite. So, dann habe ich auch Händedesinfektion, so einen von SOS geholt. Mit 70% Ethanol steht da. Einwirkzeit 30 Sekunden. So, dann habe ich Quetschen noch. Einen Moment, hole ich mal das raus, damit ich die Tasche runter machen kann. So, dann habe ich so eine Quetsche für die Kleine gekauft, Mango-Banane, dann Ananas-Mandarine, dann Mango-Orange, so, dann habe ich von Ovolino, viermal Chlorigen gekauft. Das mag meine Älteste. Ich kann die jeden Tag essen. Aber das ist vier Stück für Urlaub, habe ich ihr gesagt. Und dann von Essen so weißer Nagellack. Das wollte meine Tochter sich machen. Ich weiß nicht, ob die auf die Finger macht oder auf Ziehnägel, weiß ich nicht. Die weiß noch selber nicht, hat sie noch nicht entschieden. Einen Moment, ich mache das bisschen hier weg, damit ich die nächste Tasche holen kann. So. Einen Moment. Dann hole ich noch eine Tasche. Das war ein sehr großer Einkauf, weil ich habe schon gesagt, wir fahren weg und müssen was nachkaufen. Dann so eine Pumpe hat mein Mann gekauft. Das ist für, kann man aufpumpen und Luft auspumpen, oder wie das richtig heißt. Bei Action haben wir das gekauft. So, dann ist das für mich ganz normale Kefre. Plus Long. Dann Hygiene, Reinigungstücher für die Tasche. Dann Wischwaschtücher, Tücher für Hände und Gesicht, für die Kleinen oder für die großen Kinder, egal. Dann habe ich diese Limited Edition gesehen, Haarcreme Core, intensive Pflege mit Bananenextrakt für strapazierte Haare von Balea. So sieht das aus, müsste ich probieren, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das heute direkt.
Dann Desinfektionshygiene für unterwegs gegen Grippenviren, Bakterien, spezielle Pilze steht da. Wirkt auch gegen Coronavirus. Da steht das. Also von Dr. Beckmann. So. Dann habe ich ganz normale was gekauft. SOS Desinfektionstücher, Hände und Fläche. Dann habe ich viel Gläschen gekauft. Wie gesagt, brauche ich für den Urlaub, weil man weiß nie, ob wir dort Gläschen bekommen oder irgendwas. Hier weiß ich, dass ich in Deutschland gekauft habe und die schmecken ihr und fertig. Dann hat meine Tochter das noch für sich geholt. Die isst das sehr gerne. So, das ist so ein wie Nutella, halt aber nur Crunch, also Crunch Creme. Und ohne Palmöl, das ist auch gut. So, und zeige ich euch Gläschen. Einmal Buttergemüse mit Vollkornpasta, ab 5 Monaten aber. Egal, kann man immer mitnehmen. Also Bio von DM Eigenmarke. Da war auch Coupons, das war auch was reduziert dann gewesen. Dann Karottenfännchen mit Kartoffeln. Also mit Fännchen habe ich erst mal geholt, weiß ich nicht, ob ihr das schmeckt. Dann Apfel-Mango mit Buttermilch. So sieht das aus. Guck ich mal. Wenn ihr das nicht schmeckt, dann ist mein Mann. Oder ich, ist es egal. Dann Paste in Brokkoli-Rahm. Von Alete. Dann auch von Baby Love Pfirsich Maracuja mit Apfel. Dann Apfel pur. Weil es gibt manche Preis, die man mit Wasser macht, steht, man kann auch dazu was geben, so irgendwie pure Apfel noch reinmachen oder noch irgendwas. Oder mit Birnen. Grießbrei Vanille. Abendbrei steht da. Dann, das habe ich auch erst mal von Baby Vita, Paella mit Gemüse und Alaska Seelachs. So sieht das aus. Dann Gemüse mit Süßkartoffel und Huhn von Bio, DM. So, dann Baby Lasagne. Denk mal bitte nicht, dass ich mein Kind nur mit Gläschen füttere, aber das ist für Urlaub, damit ich weiß, dass mein Kind das probiert hat und ich weiß, dass sie das isst und halt, ich muss dort nicht ins Geschäft rennen und was kaufen. So, das war Apfel, Pfirsich mit Zwiebeln. Dann habe ich entdeckt Wassermelone und Himbeere in Apfel von Babylove. So. Dann Mango-Ananas mit Apfel und Grieß. Das ist ab 4 Monaten, aber ich, ist egal. Ich nehme 4 Monate, 6 Monate, die ist jetzt 9, aber ist es egal. Hauptsache nicht über 9 Monate nehme ich nicht. Und zum Beispiel ab 10 Monate. Das war jetzt Birne mit Zwieback. Also das war das ganze Gläschen, was ich geholt habe. Und jetzt vielleicht interessiert euch das nicht, aber ich zeige es euch. Ich habe mir neue Unterwäsche gekauft, weil ich habe überall gesucht und bei Primark gibt es nicht meine Größe. Wenn zum Beispiel Unterhosen gibt, dann Oberteile, also BH gibt es nicht. Und ich war beim Kick, habe ich gedacht, ich gehe beim Kick und gucke ich mal. Und dort habe ich dann gefunden. Ich zeige es euch gleich. Muss ich mal abmachen, damit das man gut sehen kann, wenn ich abkriege. Einen Moment, die sind alle so gesichert. Andererseits ist das gut, dass keiner abmacht oder irgendwas. So, das war
solche mit Spitze. Das war einmal rosa. Ihr hört meine Kleine, die spielt so. Und war noch schwarz, also das war Zweierpack, so schwarze noch, auch mit Spitze. So, dann habe ich ein BH geholt, so mint, hell mint farbenes. Einen Moment. So sieht das aus. Hier so ein Steinchen noch. Die sind gut und die sind nicht teuer. Zum Beispiel Höschen haben, die waren reduziert, zwei Stück für 3,99. Diese BH für 7,99, aber das kann man kaufen für 7,99. Und wenn das nur ein bisschen hält. Und da war auch noch Höschen. Also ich habe geguckt, dass zum Beispiel Höschen mit BH passt und so. Die waren aber nicht so im Set, aber ich habe so geachtet, damit das passt. Die erste Höschen, diese rosenen, habe ich schon zu Hause so eine BH und jetzt habe ich noch Höschen dazu. Einen Moment. So, das ist aber auch zwei Pack. Einmal weiße mit Spitze und einmal diese mintfarbene mit Spitze. Das ist auch so hier, so Schleifchen. Also zwei gleich eins, also zwei Stück gewesen. Dann habe ich noch so einen BH geholt, Lachsfarben, sieht auch schön aus. Ich gucke mal, ob das, na hier ist nur halt Schleifchen. So. Ich versuche es mal da so umzudrehen. Damit ihr seht, so sieht er aus. Weil solche Frauen wie wir, ich denke mal, wenn man hier oben viel hat und hier, wo man auch viel hat, kann man auch nicht so richtig gute Unterwäsche finden. Schöne Unterwäsche meine ich. Gute kann man, aber teuer. Deswegen bei Kik waren die ganz günstig. So, dann solche Höschen gewesen, die waren auch für ein paar Euro, 3,99 glaube ich. Das ist auch mit Schleife. Dann hat meine Tochter hat mir gezeigt, Mama, guck mal, was noch gibt. Das sind solche auch so Unterhosen gewesen. Die haben auch 3,99 gekostet und dann hat sie mir gezeigt so einen BH, das ist so ein Push-BH, sieht auch schön aus und der war reduziert von 7,99 auf 3,99. Ich habe meinem Mann gesagt, jetzt habe ich genug neu, der alte schmeiße ich weg. Und dann habe ich so einen BH gekauft. Ich habe nicht so viel Push-BHs, also ich habe genug Push-BHs, aber ich hatte gedacht, solche ganz einfache. Das ist, also in Kamera sieht man das nicht so, dass es richtig schön zart rosa ist. Also das ist dunkler als das. Das ist, hier sieht man, das ist, in Kamera sieht das weiß aus, aber das ist ganz zart rosa. Und dazu waren, also nicht dazu, aber extra habe ich gesucht und gefunden. Höschen, also da waren auch wieder weiße. Upsala. Und rosenen, auch mit Spitze. Spitze ist weiß. Und die sind auch zart, so zart rosa. Und das war's, mein Lieben. Das war mein ganzen Einkauf, aber das war ich nicht am einen Tag. Also bei Kik war ich zum Beispiel, wann war ich beim Kik? Eins oder zwei Tage vorher. Und dann bei Primark und DM war ich am einen Tag. Und den Rest habe ich so verteilt, die ganze Woche gemacht und habe ich gesammelt, damit ich euch alles zusammen zeigen kann. Und ich hoffe, euch Video hat es gefallen. Könnt ihr mir gerne kostenlos abonnieren, bei Instagram folgen, in Kommentaren was schreiben, was Nettes oder was euch nicht gefällt, auch schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt ihr gesund. Tschüss.